Willkommen zu einem neuen Teil von Nerd Derby mit Civilization 5 und Brave New World. Der Conny, das bin ich, gegen den Pechi, das ist der da. Schnell moin. Moin. Venedig gegen Zulu. Weißt noch, vor 2 Tagen, Conny, als du gesagt hast, ich soll schnell Tschüss sagen, das war jetzt quasi der Cliffhanger dazu. Aber ich schnell Tschüss habe ich jetzt schnell moin gesagt. Ja, ja, vor 2 Tagen. Ja, ja. Wenn ich es dann doch nicht hinbekomme. Wir wissen ja, wie das läuft, nicht wahr? Selbstverständlich. Muss ja und so. Gerade ist schon wieder viel durchklicken, ne? Ja, Wale für Süleyman beendet. Jetzt kann ich dem endlich mal einen vernünftigen Handel anbieten, dem Penner. Vielleicht kriege ich jetzt. Ja, jetzt ist Trüffel in der Liste drin, sehr gut. Trüffel gegen Wale. Will er nicht machen. So eine dumme Sau. Welchen Stadtstaat kaufe ich denn am besten? Ist mir doch egal. Mach mal nicht oben links, will ich dann mal kaputt machen irgendwann. Nee, oben links will ich nicht. Ich überlege nur, ob ich, Ey, du Penne, jetzt gib mir Trüffel. Was verlangt ihr dafür? Wale und Eisen. Wie viel Eisen habe ich denn? Wir machen das mal so. Och nö, da kriegst du ein Eisen und 2 Pferde. Ah, das machen wir. Ja, da gehen wir schon in Richtung Buenos Aires. Oder doch Kuala Lumpur. Also von der strategischen Kartenposition finde ich Kuala Lumpur deutlich interessanter. Hauptsache, du nimmst nicht raus. Ah, jetzt gehört mir das Salz ja tatsächlich. Jetzt kann ich Salz bauen. Du kannst quasi Salz bauen. Kann man eigentlich bei Minecraft Salz anbauen? Nee, ne? Das geht nicht. Ich sehe gerade, dass Kunti und Adrian, die beiden befreundeten Herrschaften von uns, die ihr eigenes Spiel aufgemacht haben. Du benutzt den Begriff haben. Befreundet, aber sehr leichtfertig. Ja, ich bin da von Facebook ein bisschen infiltriert worden. Na, da hast du ja auch nur so, das ist doch nicht mal 4-stellig die Zahl bei dir. Noch nicht, nee, doch, oder? Ich glaube schon. Weiß gar nicht. Ah, das ist natürlich blöd, die haben nämlich hier gar keine Einheiten bei Buenos Aires, aber dafür haben sie 4 Eisen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. So, welche Einheit benötigt noch Befehle? Keine mehr. Eben. Eieiei, ich sag's dir, du, das ist alles nicht so schön hier. Och. Ragusa ist in Ehrfurcht vor euch. Boah. Oh, was mach ich denn jetzt mit meiner... Ach, dann bleibt die halt da mal stehen. Meine Güte. Die bauen da, die bauen da. Boah. Wie war das mit dem Wegklicken? Orakel. Das war ich nicht. So, die Zufriedenheit ist absolut gegeben. Da können wir jetzt auch mal wieder irgendwas anderes bauen. Zum Beispiel ein Aquädukt. Nee, ja, genau, nicht wahr? Ja. Ich baue eine Wassermühle. So, ich bin ja sehr gespannt, wo das alles hinführen wird. Das ging aber schnell hier. Wir bauen mal eine Straße, ne? Bringt ja Kohle alles. Und wir müssen ganz schnell hier Kolosseum, weil die Zufriedenheit bei mir ist auf -9 runter und ab wann ist es gefährlich? Ab -12 oder was? Ab wann machen sie Aufstände und so ein Zeug? Keine Ahnung, so scheiße war ich noch nie. Verteidigungsbündnisse. Pechi, das müssen wir unbedingt mal machen. Cool, ich kann einen Streitwagen Bogenschützen mit Glauben, aber ich muss eigentlich auch erstmal auf dem... Wie teuer ist dann so ein Michelin 103? Da muss ich erstmal warten. Werkstatt. Warten. Oh, Metallguss, Ritterlichkeit. Puh. Eigentlich. Oder? Schade. Das schaffe ich. Das wird alles bearbeitet. Wieso will der Wirtschaftsberater, dass ich Ritterlichkeit entdecke? Das weiß ich nicht, Conny. Was dein Wirtschaftsberater dir? Ach, weil das zu Bankwesen führt. Ich verstehe. Dann machen wir das. Ja. Da musste ich erstmal checken, ob das denn hier Sinn macht, was der Kollege KI mir sagt, weil... Es würde mich nicht wundern, dass es völliger Blödsinn ist. Oh, ein Spion wurde rekrutiert. Da können bei wir ja mir gleich auch, mal. Bei mir auch. Da
Da werde ich gleich mal ein bisschen das Osmanenland. Was ist seine Hauptstadt? Edirne oder Ankara? Naja, eigentlich Ankara, ja, aber das ist von der Bevölkerung her ist es Edirne. Ja. Ich schicke nach Ankara. Mir total egal. Das habe ich jetzt natürlich dir nicht erzählt, weil sonst wüsstest du das ja. Ja. Nächste Runde. So, ich habe nach Edirne geschickt. Vielleicht können wir ja dann irgendwann mal Forschungsdinge genau. Austauschen, nicht wahr? Da brauchst du aber 300 Gold für ein Forschungsabkommen, Conny. Meinst du, du schaffst das in diesem Spiel nochmal, so viel Gold zu haben? Ich bin wieder klar. Ey, noch ein Künstler? Ah, großes Werk erschaffen. Antonello da Messina. Zack. Und was habe ich für ein Werk? Achtung. Der heilige Hieronymus im Gehäuse von Conny vollendet. Was? Da ist er. Das ist der heilige Hieronymus im Gehäuse. Wahnsinn. Ah, da schön. Kann ich endlich mal die Impi bauen. Ich glaube, ich mache aus solchen Animationen hier Animated GIFs und stelle sie auf Tumblr hoch. So, große Persönlichkeit haben wir schon aufgebraucht. Der heilige Hieronymus im Gehäuse. Von Conny vollendet. Das bin ich, nicht wahr? So. Also ich habe mich zwar so ein bisschen generell vom Gefühl her stabilisiert, aber durch die dritte Stadt hier, Buenos Aires, habe ich jetzt das Problem, dass ich jetzt wieder im Minus bin bei Zufriedenheit. Da werde ich jetzt ein paar Kolosseen. Ist Kolosseen die Mehrzahl von Kolosseum? Oder ist es Kolosseum? Davon ist mal auszugehen. Oder Kolosseumse. Kolosseumse klingt auf jeden Fall viel geiler. Ja. Will der Hund das vielleicht hier raus? Das muss man eindeutig so sagen. Nee, der Hund will nicht raus. Aber meine Katze will rein. Dann let her in. Ich muss erst noch schnell einen Handelsweg nach Ragusa einrichten. Ah ja. Ich verstehe. Nicht wahr? So. Ihr werdet gar nicht mitkriegen, dass ich weg war. Gar nicht. So, wir stellen uns mal hier ein bisschen auf, dass wir das mitbekommen und vielleicht das Katapult hier hin. Dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen die bessere Sicht, falls sie über den Flügel hier angreifen wollen. Wenn sie übers Meer kommen, haben wir natürlich ein Problem. Ich erkläre gerade den Leuten, während du nicht zuhören kannst, was ich mache. Das habe ich doch alles gehört. Ich war doch nicht weg, weißt du? So. Jetzt werden aber die Wunder rausgehauen hier, meine Herren. Meine Herren. Politik. Für jede Garnisonsstadt steigt die Zufriedenheit. Ja gut, da bräuchte ich erstmal Garnisonsstädte. Ja, gut, muss ich trotzdem machen. Bisschen breiter aufstellen, dass wir alles mitbekommen, was hier rüber geht. Ich bin wirklich immer noch im Krieg, ja, mit Herrn Süleyman, den Ersten. Naja. Die Frage ist, tut mir das jetzt leid für dich oder eher nicht? Es ist im Moment eigentlich nicht bedeutend, ja. Na, umso besser. Beziehungsweise bedeutsam müsste es ja heißen. Wichtig. Es ist nicht wichtig. Oh, der ist schon fertig, stark. So, ich glaube, das ist doch eine gute Ausgangslage. Da werde ich alles mitbekommen, was von der Seite kommt. Und ich glaube nicht, dass die sich die Mühe machen, hier rüber zu gehen. Falls doch. Aber Pechi, was machst du da eigentlich auf meiner Straße? So mal dumm gefragt. Ich habe die da hingestellt, um im Zweifel den Spinner da unten rechts ein bisschen zu vermöbeln. Aber ich glaube, ich will dann wirklich so langsam versuchen, Ragusa anzugreifen. Von daher werde ich die demnächst auch abziehen. Ich baue jetzt mal... Warum kann ich nicht... Das wollte ich bauen. Das mache ich einfach in der nächsten Runde, damit du parallel auch ein bisschen was machen kannst. Finde ich gut. Aber der hat da Einheiten in Ankara, alter Schwede. Hat er, ja. Ah, es sei ihm... Kann ich schon wieder was bauen? Es sei ihm erstmal gegönnt. Da machen wir doch hier mal... Nee, den können wir dann da unten machen. Aber Ragusa, hast du schon gesehen, dass die Verteidigungsstärke 25 haben? Das wird nicht so leicht.
Ja, aber Je nachdem, mit was du. ich hab doch Zeit. Bulawayo? Bulawayo, ja. Bulawayo? 1, 2, 3, 4 hast du, 4 Städte, ja. Aktuell, also gleich 5. Ich baue gerade unten ganz links auf dieser Landzunge, da baue ich jetzt gleich die nächste. Oh, Umgungung hat Hunger. So. Da muss ich ja schnellstens was tun, aber hier muss ich erstmal einen Bautrupp bauen. Bereitschaft. Ach, das ist doch schon wieder Mist hier, aber dann kann ich das so machen und dann haben die plötzlich keinen Hunger mehr. Ich habe dir nochmal eine Freundschaftserklärung geschickt, nicht wahr? Freilich. Ist ja wieder abgelaufen. So. Sehe ich eigentlich jetzt Edirne im Nebel des Schattens, nur weil ich da einen Spion stationiert habe? Kannst du Ankara gerade sehen, obwohl du keine Einheit in der Nähe hast? Ja. Okay, dann liegt es daran. Aber vielleicht bin ich mit dem auch verbündet und hab's ihm nicht erzählt. Dann würde ich Weiß dir man nicht. allerdings ganz dezent die Fresse polieren. Ach so. Wo kommt denn jetzt der Langschwertkämpfer an? Geschissen, ich glaube, ich hänge. Und ich Hängst habe du? keine Einheit in der Stadt, die mich verteidigen kann. Hallo? So, dann Ich bauen wir hier glaube noch es mal ein nicht. Katapult. Und dann kaufen wir uns doch hier noch mal auch ein Katapult. Ich meine, wenn ich was hab, dann ist es ja Knete, nicht wahr? Hier kann ich doch auch noch was kaufen. Streitwagen, Den würde ich Bogenschütze. jetzt mal Nee. lassen. Ich wollte ja, genau, einen Missionar bauen, kaufen. Und Streitwagen, Bogenschützen habe ich irgendwie den Sinn auch noch nie verstanden dahinter. Aber hey. Halt. Nee. Ich weiß So. übrigens, was ein Haufen gekostet hat. Meine Straße natürlich von Antananarivo hoch Stimmt, die zu Nerd kosten ja auch Derby. Die Unterhalt, ja. kosten und zwar nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Richtig gut, ja? Ich muss mal kurz gucken. Also eins oder zwei pro Feld nehme ich an. Siehste? Und dann hast du natürlich schon eine ordentliche Summe. Jetzt habe ich aber zum Glück eine Sozialpolitik ausgewählt, die die Kosten für Dingenskirchen, verstehen Sie, für Straßen und so weiter, deutlich reduziert. So, sehr gut. Ihr könnt euch dann schon mal hier in Position bringen. Warte mal, das ist Bansa Kongo. Das ist Ragusa, genau. So. Ey, da ist eine einzige Langschwerteinheit jetzt in meiner Stadt und es bringt mich komplett durcheinander. Das ist unfassbar. Wie das bringt dich durcheinander? Na, da ist keiner, der es verteidigen kann und egal mit welcher Einheit ich auf den zugehe, habe ich immer eine unbedeutende Niederlage. Ich meine, ich krieg das schon hin, aber es ist halt so, dass ich jetzt erstmal wieder alle von der Grenze so ein bisschen abziehen muss, von meiner Ach so. Sichtlinie. Das ist ein bisschen doof. Für dich jetzt. Für Auf mich das jetzt. Besiegen Ach, von Madrid. da kommt ein Siedler. Wo will denn der gründen? In einem Bötchen. Ich glaube, ich häng. Dann werde ich mal schön helfen, dem Kollegen. So, und hier bauen wir, dann haben wir einen Bogenschützen und zwei Katapulte und dann machen wir mal einfach so, wenn ich schon die Spezialeinheit Impi habe, dann muss ich die auch mal nutzen. Nicht wahr? Den Impi, ne? Der nur gegen berittene Einheiten was bringt, aber das ist mir ja egal. Zack. Ach so, hier haben wir jetzt schon die Religion, dann kann der auch nochmal da hoch und die da verbreiten, nicht wahr? Oh, eine neue Da Einheit ist die wurde mir Mine geschenkt. fertig. Danke, danke. Aber nicht von mir. Nee, von Mbanza Kongo. Das sind mir ja ein paar. So.
Cool. Ja, der wird das natürlich nicht überleben. Und hier die Siedlereinheit von Ankara habe ich mir gleich mal stibitzt. Die wollte hier rüberkommen. Wie dreist ist das denn? Mal gucken, was Ragusa... Also mittlerweile steht meine halbe Armee in Ragusa. Schade, das aber kann ich gar nicht sehen. Ne? Ich muss noch auf mein Katapult warten. Und ich habe so viele Einheiten. Ich kann die ja auch gar nicht... Die kann ich gar nicht alle drumrum platzieren eigentlich. Aber hey. Was die Stadt Qua... Ach so, ich habe ja noch eine Stadt da unten. Die heißt übrigens Quadukusa. So, tot. Entschuldige. Quatovat? Quadukusa. Ah ja. Auch das. Manchmal. So, na, die Einheit kann ich eigentlich ja auch automatisieren. Die habe ich jetzt gerade eingenommen. So. Gut. Wo sind denn hier die Bautrupps, Kinder? Wie wär's, wenn ihr euch mal hierhin bewegt und mal hier ein bisschen sauber macht? Oh, Seide. Das sorgt auch für Zufriedenheit. Das freut mich für dich. Können Trien eigentlich Städte angreifen? Nee, ne? Nee. Dann eben nicht. Dann brauchen wir noch einen Bogenschütz. Einheitenbeförderung, yo. In unwegsamen Gelände. Ja, erstmal hier reparieren. Bereitschaft. Glauben verbreiten. Oh. Aha, ein Katapult. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da hoch. So, Freunde der Nacht. Da ist schon wieder eine osmanische Triere, die sich da nur hingestellt hat, um meine Handelsrouten zu demolieren. So, hier bauen wir jetzt mal. Zufriedenheit ist eigentlich gerade da. Den machen wir mal ein bisschen was für die Nahrung. Und dich können wir eigentlich noch mal so darüber ziehen. Wenn ich hier mehr Platz habe, nicht wahr? So, nächstes Katapult ist fertig. Jetzt geht hier die Luzi ab. Das schaffe ich bestimmt jetzt gar nicht mehr. So, dann bauen wir da. Ihr geht da hin. Nee, ich dachte, da komme ich noch ran, aber das ist nicht der Fall. Den Kompositbogenschützen lasse ich dort und hier kann erstmal Seide abgegriffen werden. So. Was Zufriedenheit angeht, bin ich jetzt wieder im Plus. Ist schon mal gut, jetzt muss ich nur das Geld wieder in den Griff bekommen. Dammit, ich hätte meine Speerkämpfer schon zu Impi weiterbilden können, naja. Ja, das sollte man immer mal immer im Blick behalten, im Griff. Ja. Was ist denn mit mir los? Jetzt haben wir jetzt hier weitere Bogenschützen, sehr gut. Und die können auch gleich mal quasi verstärkt werden. So, okay, erst noch. Bist du da lang? Eigentlich kann ich ja mit dem schon mal so langsam anfangen, die Straße nach Ragusa zu bauen. Weil werde ich ja bald brauchen, nicht wahr? Richtig. So gehe ich strategisch auch immer vor. Verstehen Sie? Wie? Ach, der kann dahin. Jo. Aber während Pechel sich noch überlegt, wer wohin gehen kann, verabschieden wir uns wieder. Jetzt schon. Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es dürfte wieder Zeit sein. Na gut. Für diese Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier bei Nerd Derby mit einem neuen Teil von Brave New World. Auf Wiedersehen.